Am 26.01. fanden in Wien, Linz, Bregenz, Innsbruck, Klagenfurt, Salzburg, Graz und Bad Ischl Schulstreiks statt, zu denen die AKS aufgerufen hatte. Anlass war der Erlass des Bildungsministeriums, trotz ungebremstem Corona-Chaos an den Schulen eine Matura wie normal durchzuführen. Diese Provokation war der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen brachte. Der erste allgemeine Aufruf der AKS zu streiken bekam in einem Tag über 1000 Likes. Statt den eigentlich geplanten 5 beteiligten sich Dutzende Schulen mit Walkouts und Fotoaktionen an den Warnstreiks die Woche davor. Trotz des anfänglichen Enthusiasmus blieb der 26. aber sehr klein. 1000 Schüler wurden es in Wien, in den restlichen Städten waren es jeweils kaum mehr als 100. Dabei wäre eigentlich genug Wut über die Schulpolitik der Regierung der Reichen vorhanden. Aber nur eine freiwillige mündliche Matura zu fordern, ist zu wenig, um die ganze Lehrer- und Schülerschaft in Bewegung zu setzen. Für diesen breiten Anknüpfpunkt braucht es Forderungen wie keine Matura-Prüfungen, zumindest bis die Pandemie beendet ist, und Geld für Bildung statt für Banken, für massive Investitionen in das öffentliche Bildungssystem. Außerdem kursierte der 26. lange nur als Gerücht. Man konnte also seinen Mitschülern nicht sagen, ob es die Streiks fix gibt und wenn ja, mit Demo und wo diese ist. Das alles wurde erst am Wochenende davor bekannt gegeben. Damit der Streik von der breiten Schülerschaft aber selbst in die Hand genommen werden kann, braucht es einen fixen, festgelegten Kampftag. Gewerkschaften, insbesondere die der Lehrerschaft, sollten aufgerufen werden, daran mitzuwirken. Der Funke beteiligte sich von Anfang an energisch an der Bewegung. Als der 26.01. noch als vage Termin zirkulierte, griffen wir diesen in Flugblättern auf. Unsere Schüleraktivistinnen gruppierten motivierte Kolleginnen zu Streikkomitees, die den Streik in der Schule bewarben, erklärten, warum gestreikt werden muss und Treffpunkte frühs vor den Schulen organisierten. Diese Initiativen machten den Unterschied, ob niemand oder gar ganze Teile der Schule zu den Demos ging. Wo es sich anbot, zum Beispiel in Form von Redebeiträgen, stellten Funke-Aktivistinnen zur Debatte, wie eine kämpferische, allgemeine Stoßrichtung der Bewegung aussehen kann. Man muss es einfach aussprechen, ein bisschen Druck machen und den er mit dem Bildungsministerium verhandeln, funktioniert nun. Sieht man daran, dass dieser Erlass direkt nach den Warnstreiks fixiert wurde. Wenn wir eine Chance haben wollen, um die Sache zu gewinnen, dann müssen wir die Bewegung voll weiter eskalieren. Wir können auch Lehrer überzeugen und einladen, weil die leiden unter diesem Bildungssystem genau gleich wie wir und der Bewegung so noch viel mehr Schlagkraft geben. Wenn wir nicht lockern, dann können wir nicht nur eine Matura-Erleichterung durchkämpfen, sondern noch viel mehr. Dieses System steckt in der Krise. Immer wieder wird es Massenaktionen brauchen, um die schlimmsten Auswüchse davon gemeinsam abzuwehren. Eine starke revolutionäre Organisation ist dabei der Schlüssel, dass sich solche Bewegungen so kämpferisch wie möglich entwickeln und zu ihrer logischen Conclusio gebracht werden. Der Sturz des Kapitalismus. Hilf uns, dies aufzubauen, werde auch du beim Funke aktiv.